Was ich jetzt aufmerksam gehört habe, war, und Herr Wimmer, da haben Sie sich bestimmt auch angesprochen gefühlt, vielleicht geärgert, dass Herr Professor Sarizki nochmal ganz deutlich beschrieben hat, wie etwas, was sehr, sehr gut aufgebaut wurde, und Sie waren in Ihrer Funktion ein wesentlicher Teil dieses Aufbauprozesses der deutsch-russischen Beziehungen, dann doch relativ schnell zerstört wird oder zerstört werden kann. Sehen Sie das genauso als großes Problem, dass hier schon etwas massiv zerstört ist, was wieder jahrelange Aufbauarbeit braucht, oder sehen Sie das weniger dramatisch? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Söhngen. Ich habe das ja nicht nur irgendwo akademisch erlebt, sondern ich war 6 Jahre lang Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und habe in diese ganze Gegend zwischen San Francisco und Vladivostok praktisch erlebt. Und ich muss sagen, das, was der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl an diesem Wochenende gesagt hat, dass es schon ein Verhängnis ist, Russland aus den G8 rauszudrängen und wieder G7 zu machen, das ist eigentlich Ausdruck für das, was man in diesem Zusammenhang empfinden muss. Ich will auch in einem zweiten Punkt auf Helmut Kohl zu sprechen kommen, weil es einfach dazugehört. Nach der Wiedervereinigung, wenn Helmut Kohl aus Washington zurückkam, war sein ständiges Beklagen in der Bundestagsfraktion, dass er gesagt hat, in Washington kann ich die Kongressmitglieder nicht verstehen, die sagen, der Dritte Weltkrieg ist beendet und wir haben ihn gewonnen. Und er hat immer wieder beklagt, dass man mit einem so großen Volk wie dem russischen Volk so nicht umgehen kann. Und wir haben in den Jahren danach gesehen, dass die Vereinigten Staaten aus meiner Sicht der Dinge, und ich spreche für mich, irgendwie den Schalter rumgelegt haben. Wir wissen, dass wir die Entwicklung in Europa nur auch wegen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bekommen haben und letztlich auch die deutsche Wiedervereinigung. Und es gab auf dem euroasiatischen Kontinent Bemühungen des kasachischen Staatspräsidenten Nazarbayev, das Erfolgsrezept von uns auch auf den östlichen Teil des Kontinents zu übertragen. Und ich war bei den Vorbereitungsverhandlungen allemal in Almaty dabei. Und ich habe es nicht verstehen können, dass unsere amerikanischen Bündnispartner alles getan haben, solche Verhandlungsforen kaputt zu machen, erst gar nicht entstehen zu lassen. Und das war auch die Situation in Europa selbst. Die 90er Jahre sind davon bestimmt gewesen, dass die Vereinigten Staaten offensiv die bestehende Völkerrechtsordnung in Europa zerstört haben. Ja, wenn das kein Wunder ist, dann hat es mich aber trotzdem getroffen. Denn wir haben die Konflikte, die es ja zweifelsfrei auf dem euroasiatischen Kontinent gibt, wir haben sie durch Verhandlungsforen gelöst. Und wenn man einmal ein erfolgreiches Modell hat, um mit Schwierigkeiten fertig zu werden, ist es schon ein Verhängnis, wenn das bewusst unterlaufen und zerstört wird. Und derjenige, der es ganz offensiv gemacht hat, war der ehemalige amerikanische Außenminister Kissinger, der ausdrücklich gefordert hat, das bestehende Völkerrecht abzulösen zugunsten einer Völkerrechtsordnung, zugunsten der Vereinigten Staaten. Der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien hat in Europa das Völkerrecht zerstört, und zwar so nachhaltig, dass wir es bis heute nicht mehr haben revidieren können, was diese Entwicklung anbetrifft. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, das, was auf dem Maidanplatz in der Ukraine passiert ist, es hat es in der europäischen Geschichte eigentlich nie gegeben, dass eine frei gewählte Regierung, über die man rechten kann, wie über jede andere Regierung auch, durch einen Putsch mit unserer Hilfe beseitigt worden ist. Damit hat man die Tür des Verhängnisses aufgestoßen, und ich bin relativ gespannt, ob wir sie wieder schließen können. Und was das Gespanntsein anbetrifft, will ich Sie alle beruhigen. Ich bin mit Sicherheit in diesem Raum der Einzige, der einen Nuklearkrieg planungsmäßig geführt hat. Als Bundesminister der Verteidigung bei der letzten großen NATO-Übung im Kalten Krieg. Das war so verheerend, dass ich den lebenden Bundeskanzler Helmut Kohl gebeten habe, diese Übung mit der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen,
weil nichts mehr von uns übrig blieb. Und deswegen sage ich das hier so mit Nachdruck. Wir haben ein strategisches Interesse daran, mit den Vereinigten Staaten gut klarzukommen. Wir haben die Geschichte begriffen. Aber das bedeutet auch, dass die Vereinigten Staaten das Völkerrecht als eine der großen Signatarmächte, die es für dieses Völkerrecht gegeben hat, nicht bewusst zerstören dürfen, wie das laufend seit dieser Zeit passiert. Hm.